Hallo zurück zu Friede, Freude, Smartphone. Das ist der Kurs für Ihr iPhone. Wir sind immer noch bei der App Nachrichten und heute machen wir die Aufgabe 20. Lösche eine Nachricht. Im letzten Video haben wir Nachrichten versendet. Ich habe hier oben so ein kleines i. Da können Sie sich die letzte Folge nochmal ansehen. Heute wollen wir eine Nachricht löschen. Das heißt, als erstes öffnen wir wieder die App Nachrichten. Ich tippe auf meine App Nachrichten. Wähle eine Person aus, mit der ich Nachrichten versendet habe. Ich wähle hier die Anne aus, mit der habe ich Nachrichten hin und her gesendet. Und um eine Nachricht zu löschen, muss man einfach immer nur etwas länger auf die Nachricht drauf tippen. Ich mache das mal. Ich tippe etwas länger drauf. Jetzt erscheinen hier Symbole. Mit diesen Symbolen kann man auf eine Nachricht antworten. Und das haben wir in Aufgabe 18 gelernt. Hier oben ist so ein kleines i, da können Sie sich die Folge nochmal ansehen. Unten erscheint aber auch das Wort mehr. Und ich tippe jetzt hier auf mehr. Und erhalte jetzt links unten einen Papierkorb und vor der Nachricht einen kleinen Kreis. Wenn ich auf diesen Kreis tippe, wird die Nachricht ausgewählt. Und wenn ich jetzt auf den Papierkorb tippe, dann wird die ausgewählte Nachricht gelöscht. Bevor mein Smartphone löscht, bekomme ich noch einmal eine Nachricht. Diese Nachricht löschen. Ich muss hier nochmal bestätigen und jetzt wird die Nachricht gelöscht. Ja, und dieser Papierkorb, das ist das Wichtigste an dieser Aufgabe. Deswegen gibt es auch hier wieder diesen Aufkleber. Und den klebe ich mir hier links unten in mein Buch und weiß, hier muss ich tippen, um die Nachricht zu löschen. So kann ich also einzelne Nachrichten löschen. Ich kann aber auch eine ganze Unterhaltung mit einer Person löschen. Dafür muss ich zurückgehen in die Übersicht. Das mache ich, indem ich hier oben links auf den Pfeil tippe. Jetzt bin ich in der Übersicht. Alle Personen, mit denen ich Nachrichten ausgetauscht habe. Und jetzt möchte ich die ganze Unterhaltung mit Anne löschen. Und dafür muss ich ganz typisch fürs iPhone einmal diese Zeile hier nach links ziehen. Jetzt bekomme ich zwei Zeichen, Hinweise ausblenden oder löschen. Was heißt Hinweise ausblenden? Das heißt, wenn die Anne mir jetzt eine Nachricht schickt, dann klingelt mein Telefon nicht mehr. Es zeigt mir immer noch an, dass eine Nachricht gekommen ist und ich kann die Nachricht von Anne auch weiterhin lesen. Es klingelt nur nicht mehr. Das möchte ich nicht. Ich möchte die ganze Unterhaltung löschen. Das heißt, ich tippe hier auf Löschen und auch hier bekomme ich wieder einen Hinweis. Möchtest du diese Konversation löschen? Ja, ich möchte es löschen. Ich tippe also noch einmal auf Löschen und damit ist die ganze Unterhaltung mit Anne gelöscht. Ich kann also einzelne Nachrichten löschen, ich kann eine ganze Unterhaltung löschen oder ich kann eine einzelne Person auf Stumm schalten. Das heißt, wenn diese Person mir eine Nachricht sendet, dann klingelt mein Handy nicht mehr. Und das war's für heute. In den nächsten Videos geht es ums Fotografieren mit Ihrem iPhone. Bis dahin, tschüss!